dann jetzt weiter mit der Berufung? Also wie kann man sich das vorstellen, zeitmäßig und genau, also es wird geschätzt ungefähr ein halbes Jahr dauern und dann ging es im Prinzip wieder bei Null los. Die Verhandlung fängt dann praktisch bei Null an. Alle Zeugen müssen nochmal gehört werden, der Sachverständige. Und dann entscheidet aber ein anderes Gericht, nämlich das Landgericht, und dann hoffentlich anders als hier. Wie schätzen Sie denn da Ihre Chancen ein? Weil ich hatte das Gefühl, die Richterin hatte ihre sehr, sehr klare Meinung in dem Fall. Die Richterin hatte eine sehr klare Meinung, aber auch eine sehr, sehr einseitige. Sie hat aus unserer Sicht all das, was für Frau Lofing spricht, einfach außen vor gelassen und hat ganz klar gesagt, sie glaubt diesen beiden Herren. Und das finde ich sehr, sehr bedenklich. Es gibt nicht nur Frau Lofing, sondern auch zwei andere Frauen, also insgesamt drei, die allesamt sehr ähnliche Erlebnisse schildern mit einem dieser Herren. Und das wäre ja ein großer Zufall, dass drei Frauen hier lügen, nur die beiden Herren haben recht. Also das kann ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Dann war der Pinto ja auch mit dem Gericht heute, hat ja auch diverse Laute von sich gegeben. Ist das normal, dass sowas zugelassen ist? Also ich fand es unmöglich, wie sich der Pinto auch heute wieder verhalten hat. Er hat aus dem Zuschauerraum Laute von sich gegeben, hat dort Grimassen geschnitten. Ja, das passt zu dem, wie er sich auch als Zeuge hier verhalten hat. Und dass solchen Leuten dann auch noch Gehör geschenkt wird und man dann sagt, wir stützen das Urteil auf diesen Herren, das ist für mich unbegreiflich. Wie geht's Frau Lofing? Jetzt haben wir gerade telefoniert und wir haben ja gesehen, direkt nach der Urteilsverkündung hat sie den Saal verlassen. Frau Lofing ist stark, stark angeschlagen, psychisch ganz klar. Sie hat damit in der Form nicht gerechnet, obwohl ich ihr gesagt habe, bei dieser Richterin muss man sehr, sehr vorsichtig sein, trotz der anderen Frauen, die ja für uns gesprochen haben. Ich glaube aber, dass sie in den nächsten Tagen wieder zur Kraft kommt. Sie hat bisher immer wieder gekämpft, ist immer wieder aufgestanden. Sie hat hier in diesem Verfahren massiv gelitten, ist von vielen Seiten angegriffen worden. Und sie sagt aber immer, ich tue das ja für einen guten Zweck. Ich mache das ja nicht nur für mich, sondern für alle Frauen, die sowas erlebt haben und den Mut haben, zur Polizei zu gehen. Und das finde ich toll, weil die Dunkelziffer bei Vergewaltigung ist eh viel zu hoch. Die darf nicht noch mal werden. Dann am ersten Punkt, also eigentlich ist ja heute so der Tag gewesen, wo sie sich das erste Mal auch vor der Richterin geäußert hat. Das hat sie ja vorher nicht gemacht. Wäre es vielleicht aus ihrer Sicht jetzt im Nachhinein cleverer gewesen, wenn sie direkt ihre Aussage am Anfang gemacht hätte? Also wir haben direkt zu Beginn eine Aussage gemacht, die habe ich mit Frau Lofing abgesprochen und ich habe ihre Aussage vorgelesen. Wir hatten auch ganz klar gesagt, wenn sie sich hier selbst komplett frei äußert, dann wird das so emotional, das wollten wir nicht, wir wollten ein geordnetes Verfahren, deshalb war es so.